Übrigens könnt ihr uns jetzt auch auf Instagram folgen. Also sucht einfach mal HLC Media auf Instagram und ab geht's. Und jetzt geht's los. Ist das schlimm, wenn ich jetzt nicht viel dabei sage? Nö, ist alles gut. Weil wenn was passiert, dann haben wir es drauf. Jetzt haut er wieder ab, ne? Hast du das gesehen? Die Haare im Gesicht. Also, die Achse wird jetzt vorbereitet, um, ich sage mal, den Endstand des Motors zu haben. Dadurch, dass dieser Kollege hier unten gerade nicht am Motor verbaut ist. Das ist die Drehmannstütze. Der Motorhalter, die das, ne? Am Motorhalter. Drehmannstütze, genau. Die das Wanken des Motors verhindert. Jetzt hängt der Motor nur an den beiden Motorhaltern, an den Trägern. Das heißt, er kippt über den Schwerpunkt dann hin und her. Wenn wir den Endpunkt haben für die Downpipe, die wirklich dann, ihr müsst euch das vorstellen. Hier sitzt, Moment, hier sitzt das Winkelgetriebe drüber in der Position und hat den Abgang noch mit der Kardanwelle. Das heißt, wir wollen aber rechts dran vorbei, dass wir nach hinten zu den Cuts kommen. Deswegen muss der Motor an der Endposition sitzen, dass wir dann dementsprechend auch den Weg ohne Klappern und Klapperadatsch bauen, dass das auch vernünftig sitzt danach, weil sonst bringt das Ganze gar nichts. Oder? Möchtest du Klappern haben? Klappern Auspuff ist doch immer gut. Geil. Nee, muss ja ein bisschen Bewegung drin sein. Und wenn diese Schraube oder die beiden Schrauben am Getriebe wieder sitzen, dann hängt das oder hängt der Motor wieder so, wie er am Endpunkt wieder hängen soll. Und dann ist das auch ganz schön. Das wird sich noch minimal verändern, wenn Steffen da Spur einstellt, aber das ist ja nicht mehr gravierend. Ich stelle einfach keine Spur ein. Ja, gut. Achse braucht man nicht. Das war doch vorher auch gerade. Warum würde sich das jetzt geändert haben? War ja keiner dran, hat ja keiner was gemacht. Kann man quasi gar nicht verschieben, ne? Es ist auch kein Spiel in der Achse, dass man die verschieben kann. Es ist quasi, es ist wie eine Führung quasi. Es ist wie eine Führung. Ja, willst du jetzt sagen, dass es nicht so ist, oder? Hä? Hä? Ich habe mir das auch angeguckt vorher, man kann ja gerne mal... Hast du auf YouTube geguckt, ne? Also Tutorial geguckt da. Da ist geguckt, da ist er. Ah, hast du gesehen. Da hat er gemacht und hat gesagt, ah, das sieht gut aus, das mach ich auch so. Du bist raus. Ich mach das jetzt allein hier. Mach ihn doch fertig. Alter, wie geil, Junge. So gesagt, siehst du, muss jemand Kettenrad vom BMW da haben. Oder vom Golf 5 geht auch. Guck mal, wie der reinzieht hier. Ja, doch gesagt, so, die Gummischen, hör doch mal auf den Dicken. Der Fette muss immer furschen. So, der Krümmer sitzt ganz gut soweit. Das Gehäuse hat jetzt, sagen wir, das haben wir vorher gesehen, nun genug Luft zur Spritzwand. Jetzt haben wir da oben ein bisschen Platz geschaffen. Gut, das Verdichtergehäuse hat genug Luft. Das heißt, wir haben kein Problem mehr damit. Wir haben in penibelster Kleinarbeit den Anschluss fürs Wastegate eingebaut. Dieses welches, ich weiß nicht, kannst du da runterfilmen? Da bei dieser Krümmer... Kombination, die so viel Platz ist, wird danach hier ungefähr sitzen. Dort soll es hin. So dass man, klar, es ist ein bisschen doof, wenn man die Federn mal tauschen muss. Das wird Steffen zum Anfang hier sicherlich nochmal machen müssen beim Abstimmen, die Federn tauschen. Aber man kommt wenigstens ran, besser als wenn wir es irgendwo unten versteckt hätten. Was jetzt passiert oder was jetzt noch kommt. Jetzt wird erstmal noch die Downpipe gefertigt. Das heißt, die Bögen werden bestellt, dann bauen wir die Downpipe zusammen. Dann soll das Ganze einmal hier neben runter gehen. Unten am Getriebe lang, zwischen den ganzen Achsteilen vorbei und der Kardanwelle. Und dann haben wir noch den Anschluss. Der Kollege muss ja auch noch mit rein. Und das Ding, was das macht, möchtest du das erklären? Wo soll ich das erklären? Möchtest du das? Du bist gerade so enorm dabei. Ich bin gerade so gefesselt. Du bist gefesselt. Das ist richtig interessant heute, ne? So, Leute, ich muss mal hier kurz mit dem Haubenschloss ein bisschen kämpfen. Dieses Ding. Wenn ihr zum Beispiel, sag ich mal, gerade auf dem Gas steht und den Ladedruck aufbaut, dann habt ihr dementsprechend auch eine Abgassäule vorm Turboladergehäuse stehen. Aber es ist ja auch hauptsächlich dafür da, wenn, also irgendwann muss ja der Turbolader, wenn ihr Gas macht, wissen, wann er aufhören soll zu drehen bzw. Druck zu machen. Das heißt also, hier wird in dem Fahrzeug ein MAP-Sensor sitzen mit einem sogenannten Ladedruck- oder Boost-Controller. Der erkennt über einen MAP-Sensor, das heißt also, da ist ein Sensor drin, der erkennt, wie viel Druck der Kollege gerade macht. Und wenn dann ein bestimmter voreingestellter Wert erreicht ist, habe ich ein Taktventil, was elektronisch angetaktet wird, gibt dann dort Druck drauf. Das Wastegate geht auf,
Also es wird angetaktet, sodass das flattert und dass es so lange flattert, bis der genau seinen besagten Druck hält. Der Luftdruck drauf, dann fängt der an zu öffnen, also zu flattern, bis der Druck dann halt vor dem Ladergehäuse abnimmt. Das war so lange, bis er immer seinen konstanten Druck von, in dem Fall halt 1,5 Bar hält. Ne? Weil sonst würde der ohne Ende weiter fördern. Sprich, wir haben den nicht drin, der Lader würde immer mehr Druck machen, immer mehr Druck. Die Dinger gehen hoch bis 2 und Bar und das würde nicht unbedingt so gut für den Motor sein. Würde das nicht schaffen? Ich will es nicht drauf anlegen. Er soll halten das. Also ich weiß, dass er 1,8 schon ausgehalten hat, aber ja. Das reicht. Es fährt auch so. Fährt. Das kann ich sagen, sowas fährt auch in der Leistungsklasse. Ja, und die bisschen nicht vor der Kamera. Keine Schleichwerbung hier? Wenn ihr mal richtig Action sehen wollt, ne? Für Donate klicke hier, dann schlagen wir mal ein Ventil von so einer Flasche ab bei voller Pulle. Das ist dann Abrissparty. Das kennst du, ne? Aber los, aber auch da. Wo hast du die? In deiner Halle, weil du vom Floor schon gekommen bist. Wo tust du? Nein. Weißt du, was du tust? Außerdem nehmen wir nicht so einen billigen Body wie du. Am Arsch, die Räuber. Was ist los mit dir, Tyrosone? Das muss auch cremefarben sein, wie das Original ist, nicht so ein scheiß schwarzer Milch. Dein Arsch ist cremefarben, wohl. Du hast übrigens immer noch den Dreck auf der Nase. Mach ja, ich krieg's aber nicht weg. Vielleicht nimmst du dann mal dein Handy, machst die Kamera an, dann siehst du den Dreck. Ja, das ist schlimm. Wie hieß der Film hier, wo er hier diese Braveheart, wo er diesen weißen blauen Streifen macht? Ich mach das mit Öl. Alter, Timo, der kann so cool rauchen, ne? Der kann so cool rauchen. Ja. Oh, Kippe. Alles hier? Timo. Ja, ich muss da. Jahrelang mal Poker. Und mit damit er den Qualm nicht ins Auge kriegt, sagst du? Ich setz das ein bisschen ein, damit wir nachher mit dem Winkel von dem Flansch... Was? Ist laut, ne? Von der Flanschplatte... Trick you. Voll ins Auge. Ist doch bestimmt ein Fettfleck von deiner Nase drauf. Vorsicht, da liegt was. Der kann rückwärts laufen, ne? Wahnsinn, oder? Ja. Wie manche vorwärts laufen. Das keiner weiß, er sitzt auf dem Rollwagen. Ja. Hat aufgeschnitten. Da. Oh. Er blutet. Alter, war das so doll? Ja. Ups. Ups. Hier, wo ist der erste Hilfekasten? Hier, wir brauchen mal bitte einen Visagisten. Beide mal. Ich merke gar nichts. An mir hat er gestern gerieben. Bei mir auch die ganze Zeit an den Arsch gegangen sein. Ja. Ja. Leute, damit sind wir heute erstmal beim Ende. Denn wir wollen auch mal Feier machen, oder? Willst du noch lange? Nee, es ist schon wieder Sonntag, ne? Sonntag, spät abends. Wir machen jetzt erstmal Schicht im Schacht und. Dann kommender Zeit mehr davon. Sachen sind bestellt, Klamotten kommen dann ran und wenn das durch ist, dann könnt ihr nochmal was ansehen. Bis denn, Leute.